Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Diesmal wieder etwas persönlicher, denn wir machen den Best Friend Tag oder die Best Friend Challenge, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es auf dem Kanal von meiner Freundin ebenfalls ein Video, also schaut drauf vorbei, der Link dafür findet ihr in der Beschreibung. Da hat sie mir nämlich Fragen gestellt und ich sollte die beantworten und wir haben quasi getestet, wie gut ich sie eigentlich kenne. Was dann rausgekommen ist, könnt ihr da sehen. Und jetzt darf ich dir Fragen stellen. Ich freue mich schon drauf. Mal gucken, wie viel sie über mich weiß. Die erste Frage ist wahrscheinlich schon die komischste. Und zwar, wie oft pupse ich am Tag? Boah. Zahl 1 bis 100 der Lot. Wirklich jetzt? Das muss ich selber überlegen. Warte, ich habe gerade ein... Irgendwie wird es immer, nach dem Essen, sobald wir uns ins Bett legen wollen, nimmt es immer zu. 3, 2, 1. 15? 30. Tschüss. 15 Pups am Tag? Ja. Oh, dann bist du ja sehr nett zu mir, dann kriegt sie die meisten gar nicht. Das sollte erstmal so ein bisschen das Eis brechen. Deswegen kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Sortiere die 4 Jahreszeiten. Nach meiner Lieblingsjahreszeit bist du halt die ich am wenigsten mag. Da haben wir quasi... Oh nein, ich mal mich die ganze Zeit an. Was hast du geschrieben? Sommer? Sommer, Frühling, Herbst, Winter? Okay, nee. Das ist sehr gut. Ich hab's einfach gesagt, Platz 1 und 2 sind Sommer und Frühling. Oh mein Gott. Platz 3 und 4 Herbst und Winter. Wir haben es sogar genau richtig, also gleich aufgeschrieben. Ja, also genau so ungefähr. Das sollte 3 Punkte geben. Also da kriegst du auf jeden Fall einen Punkt. Du kennst mich wirklich wie ein Westentaschensteller kommst. Die nächste Frage heißt, welche Körperstellen sollten für mich rasiert sein? Da weiß ich schon, was an allererster Stelle steht. Okay, hab ich richtig geschrieben. Popolo. Sagen wir so, es gibt für mich 3 Stellen. Ich habe auch 3 und eine in Klammern. Okay, 3 Stellen. Auf die Plätze. Ey, los! Hast du geschrieben? Achseln, ja. Intimbereich und Beine. Oh, der war gut, der mit den Beinen. Warum hast du denn? Also, ich habe geschrieben. Bart? Ich habe auch Oberlippe noch geschrieben. Ja, ja, also, was ich gar nicht ab kann, ist, wenn Frauen so einen Pflaumen hier rum haben, das richtige Abtörner. Also. Oberlippe, beziehungsweise ja, Bart habe ich geschrieben. Ja, Achseln auf jeden Fall so. Also, an erster Stelle. Und dann habe ich halt jetzt. Arsch? Ja, also wenn das Loch, wenn die Arschhaare so richtig quillen, dann geht das gar nicht. Ja, aber bei das, was du geschrieben hast, zum Beispiel Beine, ist gar nicht so Pflicht. Oh, okay. Ich mag es, dann, wenn sie glatt sind, aber wenn du zum Beispiel jetzt einen 3-Tage-Beinstoppeln hast oder so, ne? Dann würde ich dich trotzdem streicheln. Oh. Die nächste Frage heißt, wann hatte ich meine allererste 6 auf dem Zeugnis? Oh. Du hattest mal eine 6 auf dem Zeugnis? Du hattest mal eine 6 auf dem Zeugnis? Ich habe mal was durchgestrichen. 3, 2, 9. Klasse? Gar nicht. Oh. Das war eine Fangfrage und du bist drauf reingefallen. Ich wusste das. Natürlich hast du keine 6 auf dem Zeugnis. 6 hat es nicht. Ich hatte einmal eine einzige 5. Oh. Nee, zweimal. Einmal, weil die Lehrerin behindert war. Ja, in Politik. Die Lehrerin. Wirklich. Und einmal verdient, weil ich behindert war, in Chemie. Okay. Aber eine 6 hatte ich never. Das mit der 6 habe ich auch echt nicht geglaubt, aber du hast mir echt eine Fangfrage gestellt. Ich bin echt gerissen. Das ist auch eine Frage, damit. Das wirst du wahrscheinlich nicht wissen. Wenn du es weißt, kriegst du 2 Punkte, okay? Oh, okay. Mit welchem Tier hat mich damals meine Mutter immer verglichen? Also, ich tendiere zwischen Nasenbär und Ameisenbär. Wie komme ich darauf? Mit welchem Tier? Mit einem. Es gibt quasi 2 mögliche Tiere, aber eigentlich will ich auf ein bestimmtes hinaus. 3, 2, 1, Schildkröte wäre das Richtige gewesen. Weil ich als kleiner Junge, also beziehungsweise das mache ich auch immer noch gerne jetzt, sobald Probleme auftauchen, dann ziehe ich mich in meinen Panzer zurück und
bin safe. Oh, das ist echt wahr. Das und ich bin, langsam. Sehr langsam. Also, und ansonsten, was auch gegolten hätte, wäre der Schwarze Panther. Einfach deswegen, weil Cap, mein Zwillingsbruder, der Löwe war und ich dementsprechend der Panther so als Dings. Cool. Ja, Schildkröte passt sehr gut zu dir. Ist auch so schrumpf. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was sind meine liebsten drei Schulfächer gewesen? Oh, come on. Ja, nicht nur eins, weißt du, dann heißt es Sport und das ist richtig. Ey, deswegen das ist drei. Voll schwer. Einen Teilpunkt hast du ja schon mal. Danke. Mathe und Sport sind dabei, erstmal relativ klassisch. Und dann? Und als drittes habe ich Kunst. Oh mein Gott, der hat die richtigen Dulli-Fächer. Mathematik ist dabei. Ja, okay. Und was hattest du? Französisch? Französisch war mein Hassfach. Du hattest auch Französisch. Nee, Kunst ohne Scheiß, ich habe es gemocht. Ich konnte es nicht verstehen, wenn die... Also ich hab auch bin künstlerisch relativ begabt. Ich kann mir das echt gut vorstellen, weil ich habe letztens deinen Kram hier sortiert und ich habe so eine Drachenzeichnung gesehen. Ich habe eine Drachenmappe. Die war richtig gut. Heftig. Was war mein absoluter Lieblingsmoment mit dir zusammen? Das ist so schwer. Also ich glaube, ich habe so zwei, drei Sachen. Wir hatten schon so viele schöne Momente, ich kann mich gar nicht entscheiden. Der Hobbit? Ich habe geschrieben, das Allerschönste für mich war, als ich dich das allererste Mal getroffen, in echt gesehen habe. Oh, Schatz. Das allererste Treffen, der allererste Blick. Das stimmt, das war das Allerschönste. Das stimmt. Unser allererstes Treffen, das war richtig magisch. Ich glaube, das kann man mit nichts vergleichen. Außer mit Magie. Die nächste Frage heißt, habe ich irgendwelche Allergien? Wenn ja, welche? Da habe ich mal ein Foto zu gesehen. Latexallergie. Ja, das ist wieder eine Alpenfrage, die müsst ihr wissen. Das ist echt heftig. Nämlich 3, 2, 1, zack. Bienen-Wespenstiche. Ja. So, wenn mich eine Biene sticht, dann quell ich direkt auf mir. Ich hatte einmal hier wie mal ein in der Hand eine Biene gestochen und ich hatte eine Schwellung, die war so dick und die ging den ganzen Arm hoch bis hierhin. Da hatte ich so einen fetten Arm, ey. Das war wie Popeye, ohne Spaß. Also, heftig. Ist echt krass. Und von wem habe ich die Allergie übernommen? Von deiner Mama. Richtig. Und welche Allergie hat mein Vater? Löwenzahn. Nein, stimmt nicht. Worauf stehe ich bei einer Frau am meisten? Einmal äußerlich, einmal von den inneren Werten. Das ist schwer. Da wären auf jeden Fall verschiedene Sachen. Scheiße, innere Werte interessieren mich. Wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Hast du noch nicht aufgeschrieben? Ich wollte erst was anderes schreiben, aber dann habe ich es nochmal umgedacht. Auf jeden Fall 3, 2, 1, ready. Also ich habe voll den Mist geschrieben. Auf äußerlich hast du was? Hände, Eleganz, Zierlichkeit. Da habe ich Arsch geschrieben. Ganz komm, du hast gesagt, das ist auch voll wichtig. Okay. Ja. 2, habe ich Toleranz. Akzeptanz. Ja, also, falsch. Nein, ich meinte das damit. Tolerierst du das oder nicht? Okay, das ist dasselbe. Ich meinte das. Ich wollte eigentlich erstmal so charakterlich sagen, dass sie halt so graziös sein soll, aber das wiederum war ja dann optisch, ne? Ja. Aber bei optisch habe ich mich dann doch für Arsch entschieden. Also hast du quasi einen von zwei möglichen Punkten. Okay. Alright, kommen wir mal wieder zu einer etwas allgemeineren Frage. Und zwar, was ist mein Lieblingsfilmgenre? Also damit meine ich halt sowas wie Comedy, Liebesfilm, Drama, Action, Science Fiction. Ja, ich habe mich schon für was entschieden. So. Fantasy habe ich, ist richtig. Und Abenteuer, also Fantasy. Ich habe Mystery. Mystery, genau ja. Das Wort habe ich gesehen. Ja, ich glaube, das kommt hin. Weil ich mag das auch so ein bisschen
aller Detektiv Conan Style, wenn irgendwas passiert und du weißt, kannst dir gar nicht erklären. So. Ja. Also ne, das finde ich auf jeden Fall mal Fantasy spannend. Fantasy ist auf jeden Fall cool. Und Fantasy ist auf jeden Fall übelst spannend. Nächste Frage an alle, die jetzt Hunger haben. Kurz wegschalten. Oh, das ist schwer. Pizza, Burger oder Döner? Ich wüsste auf jeden Fall, was Mary sagen würde. Ganz einfach. Wüsstet ihr das auch? Wahrscheinlich. 3, 2, 1. Burger! Ja. Magische Miesmosche. Ja, Burger. Ich stehe auf Burger. Was ist mein Lieblingstier? Ganz einfach. Was ist dein Lieblingstier? Genau. Dann wäre ja zwischen zwei, aber eigentlich muss es. Ich habe jetzt auch zwei aufgeschrieben. Ich hatte eine ganz lange Zeit ein Lieblingstier, das ist aber nicht mehr. Und jetzt habe ich zwei. Du hast so viel geschrieben. Okay. 3, 2, 1, zack. Bär habe ich. Ja. Und Hund. Ne. Hund? Also jetzt neuerdings habe ich irgendwie richtig die Liebe zu Hunden entwickelt. Oh, das ist voll süß, weil... Und generell, Löwe ist gar nicht so verkehrt, weil wenn ich zum Beispiel jetzt in den Zoo gehen würde, freue ich mich mit am meisten auf die Raubkatzen. Also. Aber Bär ist dein Lieblings. Bär ist geil. Bär finde ich auch so cool, weil er ist auch kolossal. Voll der Bär. Erinnert mich richtig an den Bär. Nächste cool. Frage, ganz kurz. Habe ich Angst vor Spinnen? Ja oder nein? Weißt du jetzt eine Spinne auf? Nee. 3, 2, 1. Schon ein bisschen. Ja. Ja. Von den Kleinen vielleicht, also das ist kein Problem. Aber wenn die so ganz groß sind, das ist dir auch nicht oh so wohl. Oh mein Gott, ey, wenn hier so eine fette Spinne im Raum wäre, ne? Dann haben wir beide ein Problem. Oh, das ist so süß. Endlich jemand, der mich versteht. Ja, wirklich, die sind eklig. Die sind so hässlich, diese Tiere. Aber ich habe zum Beispiel kein Problem, wenn jetzt bei Harry Potter diese, oder bei Wreck Attack so Riesenspinnen, im Fernseher kann ich die sehen. Oder bei Diablo 3. Habe ich mir schon mal etwas anal eingeführt? What the fuck? Wenn ja, was? Echt jetzt? Einen dicken, fetten Dildo. Einen dicken, fetten Kurken. Dildo mit so richtig großen Adern. Boah. Nein. War so klar. Falsch, ich hab nö geschrieben. Oh. Betonung auf Ö. Nee, hat er nicht. Ja, ich weiß nicht, was ihr euch da draußen in Perversus vorgestellt habt, ne? Ja. Wer hat gedacht, alle, die dass wir wirklich ja an irgendwas, alle, die jetzt wirklich an irgendwas gedacht haben, denk mal darüber nach. So, dann kommen wir schon zu der allerletzten Frage. Und zwar, wie oft habe ich schon von Alkohol gekotzt? Wie habe ich schon mal so richtig Party gemacht, übertrieben, auf die Kacke gehauen, dass ich richtig danach über der Schüssel hing oder am Seitenrand der Straße im Gebüsch... That's the question. Ich selber bin gar nicht sicher. Es waren so viele Male, weiß ich Das ist eine krasse Frage. Also mich dürfte man sowas nicht fragen. Okay, 3 to 1. 2 bis 3 Mal habe ich geschrieben. 3 habe ich geschrieben. Ja, ich hätte auch schön von 1 bis 5 Mal. Ja, come on. 2 bis 3 Mal, das ist fair. Guck mal, das ehrlich ist gesagt, gut gezählt. Habe ich tendiert zwischen 2 und 3. Ich weiß nämlich einmal, das zählt wahrscheinlich nicht in dieselbe Rubrik, da war es so, ich hatte gar nichts den Tag gegessen und ich habe auch noch gar nichts getrunken. Bei der allerersten Mische, die war so stark, dass ich einen Schluck genommen habe und direkt gekotzt. Ich habe aber nicht mehr, also ich war gar nicht, hatte gar keinen Pegel, aber es war so eklig irgendwie, dass es direkt wieder raus ist. Dann ist es nur 2 bis 3 Mal. Von daher, Leute, ich hoffe, die Fragen haben euch gefallen. Das war crazy. Es war ein bisschen crazy. Auf jeden Fall war das unser Best Friend Tag. Denkt daran, auf Marys Kanal vorbeizuschauen. Link dafür in der Beschreibung, denn da stellt sie mir Fragen. Mhm. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt fresh, macht's gut. Tschüss. Tschüssi.